Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir haben uns im letzten Part darum gekümmert, den Weg zum Eispalast frei zu machen. Und ja, jetzt gilt es eigentlich nur noch, bevor die letzte große Schlacht bevorsteht, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Deswegen erstmal ins Lagerfeuer und wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen was hinkriegen. Hier so starke Knochenmarksbrühe. Das ist die gute, ne? Oder war es die wärmende Suppe? Nee, das ist die hier. Oder was, die Hochleistungssuppe? Die hier ist gut. Starke Knochenmarksbrühe. Dann machen wir nochmal 8 von. Dann von unseren Burgern. Oh, wir haben kein Brot mehr. Aber 204 rohes Fleisch. Also ich würde sagen, wir werden am meisten wahrscheinlich über Burger gehen. Da holen wir uns jetzt eben noch ein bisschen Brot. Ich hoffe, der Händler verkauft welches hier. Nur ein paar Burger noch und dann passt das schon. Die Suppe ist wirklich nur für einen Notfall und ansonsten werden wir versuchen, uns mit den Burgern über Wasser zu halten. Tränke ist was für Loser. Das lassen wir. Ne? Ich möchte gern kaufen. Hast du Brot, mein Freund? Sag mir nicht, du hast kein Brot. Jetzt müssen wir gleich nochmal eine kleine Tour machen, nach Brot suchen. Tatsache. Ja gut, lohnt ja nicht, also nutzt ja nichts. Dann verkaufen wir eben kurz Zeug. Und dann machen wir uns dran und holen ein bisschen Brot. Also ich fange mal eben von oben an, was wir behalten und was wir nicht behalten. Schnaps behalten wir, Suppe behalten wir, Energieriegel. Die können weg. Das ist alles Zutatengedönse, das heben wir mal noch auf. So, die ganzen Pflanzen, I don't know, man, lassen wir halt erstmal noch. Wir werden sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber ich verkaufe die jetzt auch nicht. Die Dinger kann ich aber verkaufen, die nutzen wir nicht mehr. Die ganzen Stims hier haben wir eh nicht benutzt. Sabbelwasser. Wacht mal her. Die Augen des Zyklopen heben wir mal noch auf, denn damit können wir, mit dem Trollherz können wir permanente Tränke machen. Da können wir gleich auch nochmal bei und gucken, was da so geht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Horn kann weg. Kann weg. Fangbeine können weg. Drüsen können weg. Ohrenplatten. 89 Federn, 307 Krallen, 326 Zähne. Elektroschrott kann weg, Metallschrott kann weg, Klebeband kann weg. Die Goldbrocken, ja. Ja, nee, wir werden auch keine Waffen und sowas mehr verbessern. Kann weg, das Zeug ist so. Presslufthammer heben wir mal noch auf. Die ganzen Bücher verkaufe ich jetzt auch nicht. Was soll's? Die ganzen Briefverkehr und Geschriftkrams, den behalten wir einfach mal. Nicht so schlimm. Scrollen mal ein bisschen schneller hier. Fotos. So, hier kommt mal ein bisschen Stuff. Weiter geht's. Hammer kann weg. Verbandskasten können weg. Öllampen können weg. Besen kann weg. Die guten Becher. Jetzt kann der ganze Supermarkt Blaufuchs kann jetzt mal eben verkauft werden. Den brauchen wir nun nicht mehr. Schatullen können weg, Geldbündel können weg. Die alten Münzen, ja komm, die heben wir nur auf. Du. Sanftes Klopapier hätten wir vielleicht aufheben können, falls wir uns doch noch einscheißen. Wir wissen ja nicht, was noch passiert. Da kommen noch alte Funkaufzeichnungen, Anleitungen, Munition, Brennstoff heben wir mal auf. Energiezellen, Alter. Ja, können weg, ne? Schrohpatronen können weg. Jetzt einmal wieder nach oben gescrollt oder was oder wie? Ja, jetzt wieder an den Anfang gescrollt. Toll. Oh, zum Glück haben wir ein schönes Mausrad. Ne, scroll. So, warte, hier. Die ganze Munitionsscheiße brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Kann weg. Benutzen wir ja alles nicht. Weg mit dem Sheet, ne? So. Zackenspeer, durchschlagender Speer, Explosivbolzen. Plasmazellen. Brennstoff heben wir auf. Holzpfeile können auch weg. Und Handel akzeptieren. Wir sehen uns später. Ja, wir riechen uns später, ne? Wie viel Geld haben wir jetzt? 60.000. Ja, Hashtag Gönnung, Alter. Da geht wohl noch ein bisschen was. So, dann machen wir jetzt eine kurze Rundtour und kaufen Brot. Einmal hier. Wo ist sie denn? Hier, bei ihr gibt's Brot. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Schnelle Runde. Dann in der Kuppelstadt gibt es auf jeden Fall auch noch Brot. Das können wir uns auch noch holen. Ja, das soll dann... Also so viel brauchen wir. Also gut, ich weiß nicht.
Vielleicht wird das auch mega übel gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich habe es mal durchgespielt. Es ist viele tausende Monde her. Und ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht mehr, wie das Ende aussieht. Ich denke mal, der Endkampf wird wohl gegen den... Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Ihr wisst schon, das Vieh sein, das uns da kontrolliert, ne? Aber... Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Dass er ein Piranha Bytes Game ist, gehe ich davon aus, dass, das Mana. Dass, der Endkampf scheiße sein wird. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen Brauch. Hast du jetzt kein Brot oder was? Weinbrause, die hat kein Brot. Unglaublich. Toll, wofür bin ich hierher gekommen? Du hast ja gar kein Brot. Toll, ey, gut. Lager der Mitte hat auf jeden Fall Brot. Nicht Lager der Mitte, hier, Kuppelstadt. Der gute Riley da, der Barkeeper, der hat Brot. Da bin ich mir sehr sicher, dass er Brot im Angebot hat. Ohne Brot geht er gar nicht aus dem Haus. Das ist so. Moin. Ja, Kuppelstadt, wie gesagt, ist bei uns jetzt gar nichts passiert, ne? Hier ist keine Eskalation entstanden, alles entspannt. Haben wir also den soliden Mittelweg gefunden. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber so ein bisschen Action wäre natürlich auch lustig gewesen, ne? So, moin. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Ja, das, darauf fahre ich, ne? Das ist so mein ganzes Leben eigentlich. Bido, lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Was hast du denn so? Du hast auf jeden Fall 50 Schnaps, die kaufe ich dir eben ab. Was kosten die? Uiuiui, kostet ein bisschen was. Und nur 13 Brot? Das ist ja nicht so viel. Ja, cool, dann haben wir ja etwas. Gut, soll reichen. Upp. So. Dann können wir noch zu den Outlaws gehen. Bin mal weg, Leute. Ja, hau rein. Ja, du, das ist so eine Sache, ne? Wo ist denn die gute Dame? Hier, das ist der Barkeeper. Der hat auf jeden Fall was und... Selbst dran schuld. Wir werden da schon noch ein bisschen was finden. Also hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen Brot. Wir brauchen unbedingt Brot. Brot! Leider ist das hier nicht Enderal. Wenn das Enderal wäre, wüsste ich, wo wir gutes Brot kriegen. Das beste Brot. Es gibt kein besseres Brot. Weil mit nur 3 Burgern brauchen wir ja nicht versuchen, dahin zu kommen, ne? Das wird nix. Das kann's knicken. Wir könnten natürlich auch super viele Heiltränke machen und versuchen dann geile Suppe zu erstellen. Zu erstellen, aber wir schauen erstmal. Ich gucke erstmal, ob ich noch Permatränke machen kann mit den Trollherzen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwelche Rezepte zugefunden haben, aber du, wir werden das dann sehen. Jetzt erstmal noch entspannt. Brot kaufen. Und ein paar Burger machen, ne? Leckere Burger. Macht das irgendeinen Sinn? Erstmal was trinken. So richtig so. Was hast du denn anzubieten, Bruder? Sag mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Kein Problem. Hast du Brot? Ach, 13. Das ist auch nicht so viel, ne? Wein 60 nehme ich mal auch noch mit. Und Schnaps nochmal 50 nehme ich auch noch mit. Dankeschön. Großer Heiltrank, mächtiger Heiltrank. 4 Stück. War es mir zu teuer. Gönn dir. Das hätte auch ins Auge gehen können. Da kriegen wir vielleicht noch Brot her. Es gibt ja noch diesen einen Dance-Club, wo die hier immer so am Dancen sind. Da gibt es vielleicht auch noch Brot. Wo könnten wir denn sonst noch Brot bekommen? Könnte ich das ganze Brot leer gekauft haben? Ja gut, bei den, hier. Wer sind denn? Die Kalan-Leute. Na, ihr wisst schon. Bei denen gibt es vielleicht auch noch Brot. Da können wir auch noch mal gucken. Jetzt muss ich erstmal den Dance-Club finden. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich mit meinem hervorragenden Orientierungssinn... Bin mir nicht sicher, wo der ist. Hier ist die Arena. Vielleicht hat er noch Brot hier, unser Kollege. Aber ich glaube, der hat nur Bomben und so einen Scheiß. Der hat keinen. Hat sonst nix. Moin! Sag mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Na gut. Hast du Brot, Bruder? Brot irgendwie dein Ding? Nee, ne? Mich auch gewundert. Aber Klopapier da am Start. Gönn dir. Ups. Tschüss! So, wo war denn jetzt hier die lustige Dance-Kiste? Die war doch hier irgendwo in der Nähe. War die nicht irgendwo da unten? Das ist die Kneipe. Gucken wir doch mal auf der Map. Das ist die Bar. Muss das doch... Kann's doch nur hier sein. Ich glaube, Hank ist das. Geh mal zu Hank. Ich glaube, Hank war das. Mit seinem kleinen Bordell, will ich das mal nennen. Wobei, es ist ein Tanzclub. Wir haben keine Beweise dafür. Na doch, haben wir. Wir waren mal drin und haben
Kamera-Footage rausgeholt. Ich nehme alles zurück. Wir haben durchaus Beweise, dass da drin auch sexuelle Aktivitäten stattfinden. Ja, da vorne ist es auch schon, siehst du. War mir direkt gegenüber von der Bar, ne? Aber ey, Fuchs findet das natürlich nicht. Ist ja klar. Muss ja so sein. Wäre zu einfach. Guten Tag, hallo. Der Rausschmeißer. Hank, sind wir uns noch grün? Können wir noch reden? Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. So, du hast 13 Brot. Das ist doch immerhin etwas. Danke dir. Ich glaube, mehr. Also, wir brauchen nicht noch mehr Schnaps und so. Da haben wir, glaube ich, wirklich genug von. Das passt. Danke dir. Dann gehen wir jetzt noch einmal zu meinen Buddies. Wo sind sie denn? Hier oben. Und zwar müsste das doch direkt hier sein. Ich glaube, Martha, das war doch die Essensausgebefrau. Da müsste doch was gehen. Let's go. Und dann hauen wir uns doch noch so ein paar dicke Edex-Tränke rein. Ohne Ende. Ja, und dann geht der Kampf los, ne? Das wird verwunderlich, ey. Oh, ja, ja. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen, ne? Ein bisschen in Sorge bin ich ja schon. Ich werde richtig aufgerieben werden. Vor allen Dingen Endbosskampf. Oh man, das ist wieder so ein... Ah. Das kann ich nicht glauben. Doch, glaub's ruhig. Sag mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du Brot? Lalalalala. Guten Becher, du hast ja gar nichts. Du hast ja überhaupt... Aber 105 Schnaps, Alter. Bei ihr geht's aber richtig los. Wir könnten noch ein bisschen Wein holen. 113, wie viel kostet das? Ja, komm, Gönnung. Weil wir das alles für Tränke brauchen. Wein ist für Tränke super. Was kostet 105 Schnaps? Ja, komm, nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir wirklich Unmengen an Schnaps und Wein. Damit können wir noch so viele Tränke brauen. Das wird geil. Wie soll okay. Das nur enden? Dann kurz zum Lager der Mitte. Wie ist das überhaupt möglich? Dann machen wir erstmal Essen. Damit starten wir. Setzen uns mal kurz ans Lagerfeuer. Machen uns ein paar leckere Burger für den letzten großen Kampf. So, guten Tag. Also, ich möchte gerne, wenn es geht, noch ein bisschen Hochleistungssuppe machen. Ach, guck mal, Energieriegel brauchen wir dazu. War das die? Nee, Knochenmarksuppe. Große Heiltränke. Das ist das Problem. Burger. Können wir noch 39 machen? Nehme ich. Das reicht eigentlich auch. Wärmende Suppe. Wie viel hat die? 60. Nee, das ist dieses Ding hier. Da bräuchten wir große Heiltränke. So, irgendwo hier habe ich noch so einen schönen Alchemietisch. Da hinten, warte mal, bevor wir da hingehen, kaufen wir direkt mal noch ein bisschen reines Elex. Ordentlich erstmal, ne? Wir haben sehr viel Geld. Da können wir jetzt auch ruhig ein bisschen ausgeben, ne? Komm mal her, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, wo ist denn dein reines Elex? Oh, muss ich jedes Mal so viel scrollen oder was? Was ist denn? Reines Elex, 10 Stück. Ups, dankeschön. Handel akzeptieren. Und wieder, zeig mir deine Ware. Oh, scheiße. Darf nicht zu schnell sein. So, reines Elex. 10 Stück. Und nehmen wir mit. Dankeschön. Sag mal deine Ware. Natürlich. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen nicht so spannend, muss ich sagen. Ich dran vorbeigescrollt. Ja, da. Sag mal deine Ware. Jawohl. Ein bisschen kaufe ich noch, Leute. Komm. Hashtag Gönnung. Boinks. So, ja, das ist jetzt nicht das Spannendste, das gebe ich zu, ne? Warum begrenzen die es auch auf 10? Füll doch eh immer wieder auf, so, weißt du, who cares? Warum? Warum diese Begrenzung? Damit das halt dann doch ein bisschen nervt. Weißt du, so, ja, komm, kannst du machen, aber hier, musst du nicht durchscrollen, ne? Schon ein bisschen scheiße, oder? Ja, ein bisschen. Ich dran vorbei, da. Wir machen mal 300 erstmal. Und dann gehen wir erstmal ins reines Elex. Dann gehen wir rüber in den Braumodus, okay? Da hatte ich noch so viel Geld. Holy shit. Da, zack, zack. Okay, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen an den Alchemietisch und gucken mal, was wir so zusammen zaubern können, ne? Werkbank. So. Lass mal eben gucken, Tränke. Wo sind denn hier diese Tränke, die Perma-Bonus machen da? Elixier der Ausdauer. Maximale Ausdauer erhöht Dauer auf die Ausdauer. Das ist schon mal ganz geil. Goldraune. Haben wir leider keine mehr. Schade. Dann hätten wir Mana-Elixier, was uns so überhaupt nichts bringt.
Tonstöcke. Ja gut, können wir machen, bringt uns aber gar nichts. Elixier der Heilung erhöht dauerhaft die Lebensenergie. Tonstöckel und ein Schnaps. Ja, dann machen wir doch einen von. Gerne. Sehr schön. Leider haben wir kein Kronstöckel mehr. So. War das das schon an allen permanenten Dingern, die ich machen kann? Krass. Großer Heiltrank. Was brauchen wir dafür? Schnaps und große Heilpflanze. Dann machen wir doch davon erstmal nochmal 11 Stück. Hier Wein und großes Heilkraut. Machen wir davon 27 Stück. Und hier brauchen wir 2 normale Heiltränke. Machen wir nochmal 45 Stück. Bums. Wunderbar. Haben wir das. Dann können wir starke Elex-Tränke machen. 30 Stück. Oh, du Scheiße. Ja, gönn dir mal. Okay. Alles klar. Ja, Leute. Wird gut. So. Einmal kurz zu unseren Getränken. Mächtiger Heiltrank. Oh, achso, es gibt noch mächtigen. Ah, scheiße. Das habe ich nur große gemacht. Mächtige sind natürlich, ja, in Heilen vollständig. Hey, 23 Stück von. Wie geil ist das denn? Also, großen Heiltrank erstmal einen Quickslot zuweisen. Dann nehmen wir die 2. Für den mächtigen Heiltrank, dann nehmen wir mal die 0. Das ist das Notfallding, wenn gar nichts mehr geht, okay? So, dann, gucken wir jetzt mal, was unser Elex-Level macht. Wenn wir mal in den Charakter gucken. Wir sind aktuell... Intuitiv ist unser Kälte. Was bedeutet das? Ist das gut? Ist das schlecht? Weiß nicht, was es ist. Wir wollten doch... Irgendwas wollten wir noch erhöhen. War das Rüstung? Irgendwas fehlte uns doch noch. Da, Rüstung. Wir brauchen Konstitution 85. Okay. Übernehmen. Dann nehmen wir jetzt mal ein paar Elex-Tränke. Ein paar erstmal. Wir sind eh schon auf Inti-Dingsbums tief. So, 1. Oh, scheiße, das sind die Lernpunkte. Ich bin so ein Idiot. Kacke, bin ich dumm. Oh, nein. Oh, ich bin so doof. Oh, Leute. Oh, ich will gar nicht wissen, wie in die Kommentaren. Ich will es gar nicht wissen. Reden wir mit denen nicht drüber, ja? Ich muss eben gucken. Zeig mir deine Wahrheit. Natürlich. Oh, wie kann man so dumm sein? Oh, nee, ey, ich raste aus. Ja, egal, ich hab's verschissen, ist okay. Ich schieb das einfach jetzt darauf, dass es zu lange her ist. Oh, jetzt hab ich die ganze Zeit dieses Elex kaufen. Oh, nö, ey. Hab ich auch nicht so Bock drauf, muss ich sagen, ne? Ein bisschen müssen wir noch, wir müssen mindestens hier noch Rüstung 3 lernen, okay? Also das, so viel Elex müssen wir uns... Oh, wie kann man so dumm sein? Ach, scheiß drauf, Leute. Oh, ey, ich dreh durch. Naja, irgendwas muss ja noch zum Ende nochmal passieren. Ich schieb's wieder drauf, dass ich so lange krank war. Okay? Und immer noch nicht richtig fit bin. Meine Stimme sagt echt auch immer noch so, nee, lass mal lieber. Aber es geht. Es geht. Aber ich spür's noch im Hals. Das ist echt ätzend. Das ist unfassbar. Aber wir ziehen das jetzt durch. So, komm. Wir machen erstmal bis 100. Natürlich. Und gucken wir mal, wie viel dabei rumkommt. Och, wo ist es denn da? Komm schon. Ey, ich bin so dumm. Jetzt haben wir da 33 Lernpunkt-Dinger gemacht. Ich habe mich so gefreut. Und um dann am Ende noch zu verkacken, ne? Es ist unglaublich. Es ist doch unglaublich. Das ist halt Blaufuchs. Das ist klassischer Blaufuchs. Wie soll es auch anders sein? Es muss ja so sein. Sonst schockt es doch nicht. Oder? Sind wir uns so einig? Moin. Gibst du mir noch ein bisschen was? Danke. Ich beeile mich auch, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, dass wir hier ewig rummachen. Also ist für euch ja auch nicht lustig, mir jetzt hier ewig beim... Eben ein bisschen vorbereiten, ja, aber komm, ich glaube, wir sind eh so gut ausgerüstet, wir kriegen das schon hin. Aber ich würde schon gern wenigstens noch Rüstung 3 lernen, ne? Der muss schon noch drin sein. Natürlich. Das fühle ich schon so ein bisschen. So, wo ist es denn? Da. Jetzt haben wir 100. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich habe noch Schnaps. So. Tränke. Attributspunkte da. 26, ja geil. Da fehlt noch was. 26 reicht wohl. Okay, warte, jetzt gucken wir mal. Ja, warte mal jetzt kurz, wir haben eine kurze Überlänge. Wir sind, ich speichere kurz zwischen. Wir sind aktuell charaktermäßig bei irgendwas Inti-Bungs-Bums-Tief. Intuitiv.
Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir hauen uns jetzt erstmal ein paar Tränke rein. Da. Elex-Trank. Los geht's. Ich hau mir die mal alle rein und dann gucken wir mal, was passiert. Wo wir da bei Kälte gleich landen. Wir sind immer noch bei intuitiv. Finde ich gut. So, jetzt die Frage, wie wir weitermachen. Wir übernehmen das erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir kurz einen kleinen Break hier. Und dann geht das einfach gleich nächste Folge weiter. Wir gucken kurz, dass wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Also ich investiere eben noch die Attributspunkte. Wir gucken, was wir noch an Skills lernen könnten, die uns vielleicht für den Endkampf noch ein bisschen helfen. Weil wir haben ja auch noch sehr viele 83 Tränke. What the fuck? Wird gut werden. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.